wird ja live gesungen heute Nachmittag. Und da muss ja immer mal die Stimme geölt werden, das ist immer ganz wichtig. Ja, ist so, ja. Das geht nicht so einfach, ja? Gerade wenn es so warm ist. Ich muss hier die Flasche gleich wieder wegnehmen, weil der Ronny möchte gerne mal ein Foto machen, wo Leipzig im Hintergrund zu sehen ist. Und von dieser Seite, ja? Und wir müssen einfach nur so tun, liebe Lilly, als ob du gerade singst. Ich gehe aus dem Bild, ja? Dann kriegen wir ganz Leipzig mit drauf. Ist das so okay? Okay, Lilly, und noch bei Ronny in die Kamera reingucken. So entstehen spontane Bilder. Ja? Spontan fotografiert während der Autogrammstunde. So ist das. Ja, herzlich willkommen in Leipzig und bin ganz stolz. Das war schon bei vielen Künstlern, aber heute bin ich ganz besonders stolz. Das ist die erste Autogrammstunde in Sachsen. Ja? Und hier in Leipzig. Ist das nicht ein kleiner Applaus wert? Ich kann mich erinnern an manche andere Künstler, mit denen haben wir auch die erste Autogrammstunde in Leipzig gemacht und die haben vergessen, wo Leipzig liegt. Ich hoffe, du vergisst das nicht, auch wenn der Erfolg sehr dann richtig groß ist. Ja, jetzt ist er ja schon groß, aber wenn, also, wenn richtig die Rakete abgeht, musst du uns versprechen, Leipzig nicht zu vergessen. Ja? Wollen wir das Versprechen jetzt mal abnehmen? Fehler habe ich früher gemacht bei anderen Künstlern, habe ich das Versprechen nicht abgenommen. Aber das haben wir jetzt hiermit getan. Einigen wir uns so drauf, zu jeder neuen CD eine Autogrammstunde Leipzig. Okay. Okay, wunderbar. Haben alle gehört? Mitgeschnitten ist auch.